So, den fahren wir jetzt aber auch mal Probe, oder? Nicht so der Richtige. Der hat schon ein paar Macken und Stellen, die uns nicht so gut gefallen. Also die B-Klasse, ja? Ja. Schon ja. Eher, ja. Auf jeden Fall besser gefallen. Alles klar. Dann wird da jetzt immer um den Preis verhandelt und dann fahren wir aber zu noch einem Händler, weil ich habe noch mehr Autos für euch ausgesucht und dann habt ihr wirklich die komplette Bandbreite gesehen. So, mein Lieber, wir verhandeln unglaublicherweise die B-Klasse. Ja. Hätte ich nicht gedacht, als wir auf den Hof gekommen sind, aber sie gefällt euch, ja? Ja. Auf jeden Fall. Alles klar. Gut, wir haben Benziner, das ist ja schon mal top. Okay, über 200.000 Kilometer. Reifen, die machst du auf alle Fälle neu. Genau, Reifen. Fischblätter habe ich jetzt gerade mal schnell gesehen. Ja. Die sind nicht ganz günstig bei dem Modell. Nee, sind die leider nicht. Aber auch das würden wir hinkriegen. Kriegst du ran, ja. Biete mir mal was an. Mit dem an, was wir jetzt machen, 4,7. Was hältst du davon, noch einmal den Tank voll zu machen, sind auch noch mal 100 Euro? Also 4,6 leerer Tank oder 4,7 voller Tank? Dann machen wir 4,7 voller Tank. Ja? Kriegen wir hin. Gut für euch? Das klingt gut. Okay, wir gucken uns noch ein Auto an, aber da bleiben wir stehen. Ja, gerne. Sehr gut. Dankeschön. Danke auch. Hier auf dem Hof zeichnet sich jetzt deutlich ab, wie viel Auto man noch für um die 5.000 Euro bekommt und was wirklich deutlich wird, fast alle Fahrzeuge sind schon gut 15 Jahre alt und haben knapp 200.000 Kilometer runter. Wir hatten einen Mini, Baujahr 2009, dann einen Golf-Kombi, auch Baujahr 2009 und eine B-Klasse, Mercedes B-Klasse, Baujahr 2005. Also da kann man noch mal ein bisschen nachrechnen und ich bin sehr überrascht, welches Auto hier überzeugt hat, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte am Anfang auf den Mini getippt, aber der war ganz klar zu klein, hatte viele Macken, am Golf wäre einiges zu reparieren gewesen. Und ich denke mal, bei der B-Klasse sind wir bei einem guten Preis gelandet, wird noch mal komplett überholt, also geht dann sauber auf die Straße und da kann man wirklich nicht meckern. Take me home, take me on a ride, I got a good feeling about the colors lighting up your eyes, take me home. VW Passat, Baujahr 2010, das ist der jüngste bislang, aber ich muss euch auch sofort sagen, der teuerste, den ich ausgesucht habe. Hallo, Armin, hallo. Tag. Hi. Was ich sehr interessant finde, die Anhängerkupplung. Ich weiß ja nicht, ob die mal irgendwie campen wollen oder zusammen Urlaub machen wollen. Ist sehr praktisch. Ansonsten haben wir elektrische Sitze. Und die ganzen Zusatzgeschichten, die eigentlich jeder Passat hat, Klimaautomatik. Die Sitzheizung gibt's noch dazu. Ist immer gut, ne? Sitzheizung ist immer gut. Leichtmetallfelgen für die Optik. Komm, Lila, du bist noch gar nicht hinterm Lenkrad gesessen. Ihr könnt euch wieder auf den Rest des Fahrzeugs verteilen. Dann können wir wieder ausprobieren, wie das so ist. Bremse treten. Gedrückt halten. Perfekt. Genau. Hört sich gut an. Diesel. Soll ich euch mal verraten, wo der Preis nicht liegt? Ja. 6.000. Ah, okay. Scheiße. Da mache ich ihn wieder aus. Ja. Also, soll ich euch noch mehr Autos zeigen oder sagt ihr, ihr spart jetzt noch einen Tausender und da ist es? Ja, wir gucken uns noch ein paar andere an. Ja. Machen wir. Okay. Und sieht gepflegt aus? Ja. Ja. Ja, also für die Kilometerlaufleistung ist das in Ordnung. Ich finde es manchmal sogar ein bisschen zu verdächtig, wenn der noch mit so komischem Silikonspray eingesprüht ist. Also ich finde, man darf ruhig sehen, dass das Fahrzeug auch mal auf der Straße war. Flüssigkeiten sehen soweit in Ordnung aus. Was immer wichtig ist, Batterie, dass der Pluspol abgedeckt ist, ist in dem Fall auch. Dann können wir mal gucken, Öl wurde gerade gemacht. Also der ist gepflegt. Ja, sieht gut aus. Super. Der lag auch bei um die 6? Ganz genau. Platz 6. Wo liegt denn da so deine Schmerzgrenze? Kein Spielraum. Das Auto hat gerade geantwortet. Paar Anfänger. Alles gut, wir haben Geduld. Ich wollte gerade sagen, lieber so als mit Vollgas ab durch die Hecke definitiv, rückwärts. Ne? Definitiv. Sieht super aus. Und wie fühlt ihr euch?
ganz gut. Ja? Doch erstaunlich viel Platz dafür, dass es nicht so ein großes Auto ist. Aber zu fünf wäre es jetzt im Auto auch ein bisschen ungemütlich, ne? Also sagen wir mal, der steht gut da, fühlt sich gut an, hat eine schöne Farbe, ist sehr frisch für die 6.000, aber eigentlich auch über Budget. Ja. Okay. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, einmal um die Ecke. Da steht dann noch ein Opel. So, komm mal mit. Zweitürer. Der Zweitürer ist nicht so gut. Ich dachte, das war das Einzige, was jetzt hier war, noch mal im Budget, ne? Das ist der Punkt. Ist immer ein bisschen traurig, wenn sie den dann wieder nicht gut finden. Aber sind es ja gar nicht meine Autos, die ich da verkaufe. Aber irgendwie blutet mir das Herz. Nee, ich glaube nicht. Ich muss mir nur eure Gesichter anschauen, da ist schon klar, ich kann die Tür hier wieder zumachen. Fiesta, hast du gesagt, 6.000er geht gar nichts mehr runter? Kriege ich wirklich nichts hin. Ihr müsst auch immer bedenken, ihr hättet bei einem neueren, neuwertigen Wagen weniger weitere Kosten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel den kauft, der wäre 2-3 Jahre älter, dann müsstet ihr den Zahnriemen nochmal bezahlen. Da redet man nochmal von 600-700 Euro, ihr hättet die Reifen nochmal, das hättet ihr jetzt bei dem nicht. Bei dem Passat zum Beispiel, da müsstet ihr jetzt in Kürze die Reifen austauschen. Ja, das müsstest du. Der Zahnriemen, machen. Ja, gut, da müssen wir nochmal sprechen. Der Zahnriemen ist jetzt die Frage, wie, wann der irgendwann, wird der auch dran kommen. Der ist jetzt kurz vor 200.000. Das müsst ihr mal im Auge behalten. Also, Ford Fiesta und der Passat sind beide noch im Rennen. Ja. Wir setzen uns jetzt nochmal in Ruhe zusammen. Einfach nochmal überlegen, was hatten wir bis jetzt, was macht Sinn, welcher ist der richtige für euch. Dir sage ich erstmal danke fürs Zeitnehmen und dass du uns wirklich schöne Autos ausgesucht hast. Sehr gerne, ich hoffe, das passend ist dabei. Ja, der eine Tausender, der könnte noch ein kleiner Stolperstein sein, aber ich melde mich auf alle Fälle nochmal bei dir. Dankeschön. Vielen Dank, sehr gerne. Okay, also großes Resümee. Sehr gerne. Und dann wird hoffentlich endlich ein Auto gekauft. Okay, also wir haben wirklich viele Autos angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt noch an alle erinnern könnt, aber eigentlich hatten wir bei jedem Händler einen Favoriten. Skoda Fabia, dann die B-Klasse und jetzt eigentlich zwei, beide über Budget. Hattet ihr da schon Zeit, euch Gedanken zu machen, euch ein bisschen zu beratschlagen, was es werden soll? Ja, ich glaube, wir haben uns für den Skoda Fabia entschieden. Ja? Ja, fand ich auch am besten. Hat uns, glaube ich, allen am besten gefallen. Da hätten wir auch noch Geld für den ersten Urlaub übrig. Platz hättet ihr auf alle Fälle. Genau, der hat halt mehr Platz als die B-Klasse, deswegen war der auf jeden Fall mein Favorit, ich glaube von den anderen auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, Geld gespart und wenn mal einer von euch doch irgendwo ranrumst, finde ich auch nicht schlecht, dann wird es halt nicht so teuer wie bei Mercedes, ne? Stimmt. Genau, also einsteigen, ich wollte gerade sagen, da bleiben oder einsteigen? Einsteigen. Okay, wir gehen Auto kaufen. Shooting stars to all my blue. I'm falling in love with every move. You give me something to lose. Und fühlt sich noch so gut an, wie ihr das in Erinnerung hattet? Ja, super. Cool, dann feiert schon mal ein bisschen da hinten euer neues Auto. Ahmed, wir müssen natürlich jetzt noch mal verhandeln. 449 stand auf dem Zettel, aber du weißt selber, es gibt noch was zu tun an dem Fahrzeug. Das ist immer was. Gebrauchte sind Gebrauchte. Soll ich mal kurz anfangen mit meiner kleinen Liste? Fangen wir an. Okay, also Reifen, ganz wichtiges Thema. Würde ich mir wünschen, dass ihr das macht, einfach damit ihr direkt mit neuen Rädern losfahren könnt. Willst du gerne Ganzjahresreifen oder Sommerreifen? Wollt ihr Sommerreifen oder Ganzjahres? Ganzjahres. Okay. Okay, dann dürft ihr halt nicht durch den Tiefschnee fahren. Machen wir nicht. Habt ihr in Hamburg nicht. Alles klar, also okay, Ganzjahres. Dann innen einmal alles, was irgendwie mit Schmodder zu tun hat, Schimmel und so weiter. Der kriegt eine komplette Aufbereitung. Das ist halt üblich, wenn ein Fahrzeug länger steht, kennst du ja. Ne, wenig gelüftet, Luftfeuchtigkeit, da sammelt sich immer die Feuchtigkeit im Fahrzeug. Seid ihr die Profis, kriegt er weg. Ölwechsel vielleicht nochmal, neue Scheibenwischer. Und Zahnriemen würde ich mir wünschen. Ja. Und also ein Preis. Zahnriemensatz, TÜV, ja. Reinigung. Und Ölwechsel. Hm. Und dennoch Preis. Ja. Okay. Das ist aber ganz schön viel. Also wir haben hier vier Fahranfänger. Ich wünsche mir, dass sie gut auf die Straße kommen, dass sie aber noch mindestens eine Benzinfüllung drin haben und vielleicht noch einen kleinen Trip. Also eigentlich wollte ich dich auf 3,99 runterhandeln, plus die ganzen Sachen. Ja. Was sagst du zu 4,1 plus du machst die ganzen Sachen? Also in der Regel ist bei so einem Preis auch gar nicht so viel zu machen. Na, wenn du zählst Zahnriemensatz neu, TÜV, Inspektion, Reinigung, das ist ja ein Paket von knapp 1.000 Euro. Plus die Reifen, Plus die Reifen, ne? Also da kommt schon was zusammen. Also, aber auch nur, weil ihr so
nettes Publikum dabei habt, würde ich dir 4,2 anbieten. Guter Preis, oder? Ja. Inklusive der ganzen Arbeit. Ja? 4,2 ist genau die Zahl, auf die ich gehofft hatte. Danke dir. Ja, ihr habt neues Auto. Uhu. Kofferraum ist auch groß genug, da passt mir rein. Geschafft. Ja. Und wie lange müssen Sie noch warten? Circa eine Woche. Okay. Dann ist er fertig. Alles klar. Was ist jetzt eure Aufgabe? Kaufvertrag machen und Geld rausrücken. Ich bin raus, den Rest kriegt ihr alleine hin. Ja. Yeah. Danke dir nochmal. Super. Feiert Leute, schön. Leute, aussteigen. Es ist geschafft, wir haben einen guten Gebrauchten gefunden und das noch unter Budget. Ich bin super froh darüber und ich hatte richtig viel Spaß. Ich wünsche den vier jetzt erstmal eine gute Fahrt und glaube ich auch erstmal einen richtig coolen Urlaub. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie die vier und auch ich. Man lernt nie aus. Bei jedem Auto gibt es wieder ein paar Geheimnisse zu entdecken und ein paar Preise zu drücken. Solltet ihr doch noch Fragen haben zum Gebrauchtwagenkauf, die einfach mal in die Comments setzen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bye bye und immer sichere Fahrt.